BMW setzt im vierten Quartal deutlich mehr Autos ab. Auch für das Jahr 2023 soll ein gutes Jahr werden für BMW. Welche Faktoren noch eine Rolle spielen, gerade für die Aktie, schauen wir uns in diesem Video mal an. Wenn wir uns den aktuellen Stand der BMW-Aktie anschauen, sehen wir, dass genau zum Jahresbeginn die Aktie eben stark gestiegen ist, auf einen Wert von ja, 93,22 Euro und aktuell bei knapp 92 Euro. Also das ist schon wieder ein Wert, den man eben schon hatte, schon im Februar 2022. Man ist wieder zur alten Stärke gekommen, aber bis zum Maximalwert, den es eben jemals hatte, dem hier bei 116, 117 Euro, da ist noch ein Stückchen noch hin. Ja, wie auch Audi, VW und Mercedes verkauft BMW natürlich nicht größtenteils voll elektrische Autos, Hybrid, Benziner und Diesel natürlich weiterhin wie gewohnt. Aber bemerkenswert ist natürlich, dass der Absatz eben von diesen voll elektrifizierten Fahrzeugen in den 3 Monaten eben nahezu verdoppelt werden konnte. Und für das gesamte Jahr liegt der Zuwachs eben bei 108%. Das eigene Ziel, eben was anfangs gesetzt wurde, wurde tatsächlich damit erfüllt. Und auch einige Analysten sind optimistisch und hier werden auch Zahlen aufgerufen, eben von 108 Euro, dass die erreichen wird, die Aktie. Und letzten Endes erwartet der Analyst hier George Galliers von BMW ein solides Jahr. Ja, wenn wir noch einen Schritt zurückgehen und uns einfach mal diesen Quartalsbericht, die Quartalsmeldung für das dritte Quartal anschauen, also vom 30. September 2022, und hier mal etwas herunterscrollen. Der Vergleich eben zum dritten Quartal 2021 ist doch schon immens. Also man muss überlegen, also 2022 hat ja eben die Krise begonnen, Januar, Februar so ungefähr. Und selbst in diesem Krisenjahr quasi, besonders im dritten Quartal und auch im vierten Quartal dann noch mehr, konnte eben BMW doch noch eben einen draufsetzen im Vergleichsjahr 2021. Die Auslieferungen, die haben sich eben nur marginal vermindert mit minus 0,9%. Und nicht nur die Auslieferungen haben sich deutlich verbessert, sondern eben der Umsatz insgesamt, der hat sich deutlich eben steigern können, im Gegensatz zum Vorquartalsjahr. Und da ist auch einiges hängen geblieben. Hier sieht man eben den Konzernüberschuss eben um 22,9% tatsächlich. Ja, um den BMW-Chef besser verstehen zu können, habe ich einen Artikel gefunden, Oliver Zipse, der eben ein paar Statements gemacht hat zu den Abo-Modellen und zum autonomen Fahren, finden wir hier in diesem Beitrag. Er hat meiner Meinung nach eben ein richtiges Statement abgegeben. Falls die 50.000 Euro für ein Fahrzeug bezahlt wurden, kann man nicht sagen, dass noch nicht alles drin ist. Und sollte ein Kunde eine verbaute Technik nicht abonnieren, dann haben sie es ja umsonst eingebaut. Was im Sinne natürlich der Nachhaltigkeit auf jeden Fall Sinn macht, ob es eben im Sinne der Wirtschaftlichkeit, also wenn man wirklich so ein Abo-Modell wirklich einpflegen kann und man monatlich nach dem Verkauf dann noch irgendwie dann noch Geld vom Kunden verlangen kann, kann das schon sehr wirtschaftlich sein tatsächlich. Aber damit geht er den Weg einfach der Nachhaltigkeit. Ja, und das, was eigentlich so ein Daimler größtenteils auch fokussiert, eben das autonome Fahren, da ist eben der BMW-Chef doch skeptischer und meint, dass eben das nicht voll autonom eigentlich fahren sollte, das Fahrzeug. Ja, wie man hier auch in diesem Einsatz sieht, seit vergangenem Jahr verbaut BMW konkret Mercedes in einigen Modellen automatisierte Systeme auf Level 3, die in der Lage sind, auf Autobahnen bei Geschwindigkeit von bis zu 60 km/h, weiß nur nicht, wer eben 60 km/h fährt auf Autobahn, die Steuerung und Haftung zu übernehmen. Jedoch muss der Mensch nach Aufforderung sich die Kontrolle zurückholen. Das ist aber schon mal ja doch ein bisschen ja, einerseits riskanter, aber doch innovativer und doch eben pro autonomen Fahren. Und BMW hält sich da eher zurück, also der Chef zumindest. Und das muss man auch bedenken, dass man da nicht so wirklich fokussiert darauf hinarbeiten wird, eben auf das autonome Fahren. Was positiv zu nennen ist, ist eben, dass die Tech-Konzerne eben immer mehr Einfluss haben und auch natürlich in die Automobilindustrie dann eindringen. Und der BMW-Chef begrüßt eben die Zusammenarbeit der Tech-Unternehmen wie Google und nimmt sie eben nicht als Konkurrenten wahr, sondern eben als Partner, als Kooperationspartner quasi,
um eben die Fahrzeuge digitaler zu machen, eben technologisch eben auf den Stand zu bringen. Und das ist auch meiner Meinung nach auch der richtige Weg, sie halt nicht als Konkurrent, sondern eben als Partner zu sehen und mit denen zusammenzuarbeiten. Man darf natürlich nicht vergessen, dass BMW natürlich eine der wichtigsten Automobilhersteller in Deutschland ist. Und man sieht es eben an den Neuzulassungen, dass BMW immer oben eben mitmischt an vierter Stelle. In diesem Fall für das Jahr 2022. Also das Graue ist, schauen wir uns mal den BMW an, eben das Graue 2022, 2021 eben das Dunkelblaue und das Hellblaue 2020. Und bei allen Herstellern sieht es so ähnlich aus. 2020 war noch ein gutes Jahr, 2021 eher nicht so und 2022 geht es dann wieder bergauf. Also die Umsätze und die Auslieferung von Fahrzeugen, die Neuzulassungen, die ist eben bei allen Automobilherstellern tatsächlich mal zurückgegangen und dann eben wieder nach oben. Der VW an erster Stelle. Aber wichtig ist auch der Blick. Also das sind ja natürlich auch Verbrennerautos, aber wenn wir ziemlich weit runter scrollen und die Statistik mal aufklappen, sehen wir eben ziemlich weit unten eben mit knapp 70.000 Fahrzeugen, Neuzulassungen quasi 2022 von Tesla. Und hier sehen wir auch einen Vergleich. Also das ist tatsächlich fast das, ja, das Vierfache, was BMW so an Neuzulassungen hat. Wobei eben der Anstieg, der ist natürlich auch zu beachten, 2020 eben nur mit knapp ja, 17.000 und dann eben 2 Jahre später schon eben vervielfacht. Wenn sich das natürlich so entsprechend weiterentwickelt, kann es natürlich durchaus sein oder ist wahrscheinlich anzunehmen, dass einige Automobilhersteller hier überholt werden. Wir hoffen natürlich nicht, dass die deutschen Automobilhersteller eben dann irgendwie den ersten Platz noch abgeben müssen und dass ganz oben eben auch noch Tesla stehen wird. Dann müssen die deutschen Automobilhersteller da nachrüsten und auch schauen, dass sie wirklich am Ball bleiben. Ein weiterer Vorteil, den ich eigentlich erwähnen muss, ist eben, was eben für die Aktie spricht, ist natürlich die hohe Dividende, also fast schon Rekorddividenden, die eben BMW immer auszahlt. Für das Jahr 2022 liegen wir eben bei 8,04%. Und das ist schon immens. Also wer eben auf Dividenden investieren geht und stark in eine solide Aktie sucht, die hat, der kann sicherlich in BMW investieren. Ja, und wie die Zusammenarbeit eben mit diesen Tech-Unternehmen aussehen kann, hat BMW hier noch einmal gezeigt. Es soll eine große Evolution eben des Infotainments geben und eine Verzahnung eben zwischen Navigation, Telefonie, Infotainment. Ja, das Prinzip heißt One-Layer-Prinzip. Eben direkt auf der Navigationskarte sollen eben so Entertainment und Telefonie auch schon zu sehen sein. Also nicht so wie das altmodische, jetzt bin ich in der Navigation drin und drücke hier auf den Knopf. Und wenn ich eben mal jemanden anrufen möchte, dann gehe ich in die Telefonie rein, im Menüpunkt Telefonie und wähle dann jemanden aus. Sondern eben, das soll eben alles auf einem Layer eben entsprechend sein. Ja, und eine weitere Kooperation eben entsprechend ist hier eben beim Intelligent Personal Assistant. Da setzt BMW auf Amazon Alexas Software Development Kit. Also das ist so eine kleine Kooperation über eben die Stärke eben eines Tech-Unternehmens, das einfach nicht das Rad nicht neu erfinden und irgendwie versuchen, mit denen mitzuhalten, sondern einfach zu kooperieren und das zu übernehmen, was es eigentlich schon gibt und was eigentlich auch sich bewährt hat und gut funktioniert. Ja, und eine weitere Sache ist eben, dass BMW eben von Linux auf Android wechselt, eben dem Google-Produkt und dort eben einen Teil davon verwendet. Also nicht den vollen Umstieg auf Google Automotive Services, sondern nur eben Android Automotive OS, also das Betriebssystem davon quasi. Wenn man sich das Bericht tatsächlich komplett durchliest, klingt das schon wirklich sehr futuristisch und sind eigentlich sehr gute Ideen. Wichtig ist natürlich die Frage, ob der Kunde für sowas bezahlen möchte, weil das klingt alles nicht so günstig, wenn man sich hier liest, eben die Zeiten, in denen das HUD, Head-Up-Display nennt sich das, nur ein nebensächliches Feature gleichkommt, sind dann vorbei. Mit der Breite über das gesamte Bildschirmscheibe wird es eben Synonym für das Infotainment werden. Das sind eben so zentrale Bedienelemente werden dabei fügitalt Touchpoints am Lenkrad. Also das heißt, wenn man sich eben den Bedienelementen nähert, dann erwachen sie eben entsprechend zu leben und bieten eben Bedienelemente und Knöpfe an. Und das ist ja ziemlich futuristisch. Ich weiß nicht, ob eben der heutige Rentner damit klarkommt. Also der Durchschnittsrentner bestimmt gibt es ja auch digital oder technisch affine, aber Augmented Reality Projektion, allem drum und dran.
Das ist schon wirklich, ja, also ich glaube nicht, dass man da irgendwie einen noch draufsetzen kann, vielleicht noch mit KI oder sowas, da fehlt mir dieser Begriff vielleicht noch, das kann man vielleicht auch noch einbauen, dann hat man wahrscheinlich alles an Marketingbegriffen und Buzzwords irgendwie in einem Bericht tatsächlich erfasst. Ja, und ich habe mir auch das Twitter-Account von BMW mir mal angeschaut und mal geschaut, was die denn hier so suggerieren und so ein Marketing-Kanal denn eben von sich geben. Und ab einem bestimmten Punkt, ab hier, gibt es eben diesen der iVision D quasi, ein Fahrzeug, das, ich glaube, futuristischer tatsächlich kaum sein kann. Also so soll das entsprechend aussehen. Und wenn wir uns die Videos ein bisschen anschauen, das alles, also die ganze Karosserie oder die Oberfläche soll eben mit E-Ink funktionieren. Das heißt, man kann eben die ganze Oberfläche, den ganzen Lack quasi eben entsprechend definieren, wie man möchte, also ziemlich bunt gestalten, so wie man das gern haben möchte. Wenn ich heute auf Blau stehe, stelle ich das auf Blau um, mache hier Striche rein und wie auch immer. Das ist wirklich sehr nicht nur gewöhnungsbedürftig, sondern eben abhängig vom Geschmack. Also wer möchte eben ständig eben die Farben ändern? Was bringt das? Was hat das für einen Mehrwert? E-Ink ist sehr energiesparsam, also energiefreundlich zumindest, aber welchen Mehrwert das eben bringen soll, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber wenn man das eben marketingtechnisch vielleicht gut verkauft, kann das vielleicht auch Sinn machen. Also auch die Felgen und alles drum und dran kann man hier schön farbig gestalten. Und man sieht eben, dass es ein Tweet nach dem anderen eben bezüglich eben dem iVision D. Zumindest machen die was, versuchen eben innovativ zu sein, das kann man denen eben zumindest mal auf die Fahne schreiben. Ja, kommen wir zurück und abschließend dann auch nochmal zum Aktienkurs. Also wenn man sich eben die Aktie anschaut, ab Ende September, eben ab Oktober sehen wir eben starken Trend nach oben. Ob es eben vielleicht auch zu spät ist, irgendwie einzusteigen, wage ich nicht zu behaupten. BMW will natürlich dranbleiben an die großen anderen, die natürlich auch innovativ sein möchten. Ob das autonome Fahren tatsächlich irgendwie verteufelt werden muss, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich sehe dennoch ein solides Unternehmen. Ich denke auch, dass BMW den Absatz entsprechend noch weiterhin steigern wird, weiterhin vermehrt Autos verkaufen wird. Und BMW ist sehr stark eben auch im Premium-Sektor zugange und gerade mit ihren i7 und gerade den 7er BMWs und den großen Fahrzeugen und auch den SUVs, tatsächlich X7, ist es sehr stark vertreten und auch sehr beliebt, die Fahrzeuge. Und ich denke, dass eben mit dem Absatz auch die Aktie sicherlich noch etwas steigen wird. Es wird sich sicherlich nicht verdoppeln, wenn das eben zu 50% steigt, ist das schon, denke ich mal, wirklich sehr hoch angesetzt, aber wer ein solides Unternehmen haben möchte, wo man eben nicht schauen muss, eben wie bei Tesla, dass eben im halben Jahr tatsächlich das eben Bach runtergeht, so wie es eben hier schon einmal passiert ist, aber dann sich doch gut berappelt hat, der kann in BMW investieren oder wer Dividenden investieren möchte und dort eben Dividenden ausschöpfen möchte, kann das entsprechend auch hier tun, dem sei die Aktie ans Herz gelegt. Das soll es gewesen sein zur BMW-Aktie. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video.